Hallo und herzlich willkommen. Hier mal eine kurze Wasserstandsmeldung, wie weit ich mit dem Projekt TL50 bin. Ich habe ja immer mal zwischendurch wieder ein paar Teile aufgearbeitet. Irgendwie so ein bisschen, ein Stündchen, ein halbes Stündchen immer so nach Feierabend, wie ich halt Bock hatte. Und bei Fußrastenanlage, Ständer, Bremspedal sind gepulvert. Auspuff, Hitzeschutz, Bremserkappenplatte poliert, die vordere, die hintere. Lampenträger ist auch gepulvert. Tacho ist ein bisschen, also alles ein bisschen sauber gemacht, aufbearbeitet. Zündungsseitendeckel leicht poliert, gepulvert. Kabelbrücke auch unten schwarz gepulvert, oben silber. Kettenschutz gepulvert, Rücklichtträger poliert, Unterfahrschutz, man sieht, der hat schon einiges mitgemacht, ist gepulvert, ja, das ist Kunststoff, das ist nur gereinigt, Rücklicht auch gereinigt, Batteriekasten oder Luftfilter gepulvert, auch gepulvert. Ein Gabelholm habe ich schon mal poliert und hier oben mal geguckt, was geht. Es ist nicht so schön, aber ich werde den wohl erstmal verbauen, weil was anderes habe ich nicht. Jo, Kabelbaum hatte ich wie immer einfach in einem Beutel in eine Waschmaschine gesteckt und bei 60 Grad einmal gewaschen. Schutzblech hinten, ja, Schutzblech oder ja, so in der Art, habe ich auch gepulvert. Ja, Rahmen ist lackiert. Ich habe den so lackiert, dass ich dieses Hinweisschild hier nicht abmachen musste, weil ja, es es nicht gibt. Aber ich denke, es ist ganz gut geworden. Ja, das ist das, oder das sind die Teile, die ich zurzeit schon fertig habe. Gut, der Tank ist lackiert, der Seitendeckel ist lackiert, liegt jetzt hier nicht. Ja, okay. Wollte ich euch mal nur kurz zeigen. Dann sage ich mal bis dann. Ciao.